Saritas Reisen. Werbung. Hans drehte die Lautstärke herunter. Der Weg zum Busbahnhof wirkte wie ausgestorben zu dieser frühen Stunde. Die Ampeln hatten nichts zu regeln, manche waren ausgeschaltet. Bedächtige Stille. Normalerweise träumte man um diese Zeit noch. Zügig ging es voran, kein Wunder bei den leeren Straßen. Sarita spürte den Anschub vom Morgenkaffee noch nicht. Ihre Gedanken wanderten in die rumänische Heimat, die ihr vertraut schien und doch immer im Wandel war. Die Großfamilie zog vorbei an ihrem geistigen Auge. Sie würde besonders an den Jüngsten sehen, wie lange sie weg gewesen war. Der Tod ihrer Mutter ging ihr nahe. Die Fahrt zu ihrer Beerdigung führte sie innerlich wie eine Zeitreise durch ihr ganzes Leben. Sie erinnerte sich an die unbeschwerte Kindheit und Jugend auf dem Land, die schwierige Suche nach einer Ausbildung, die Affäre mit ungewollter Schwangerschaft, das Abrutschen in ein problematisches Umfeld und schließlich die Idylle mit Hans. Für ihre Mutter war jeder ihrer Abstürze schmerzhaft gewesen und sie hatte sich mit ihr über alle Wendungen zum Besseren gefreut. Aus den Augenwinkeln beobachtete Sarita Hans. Am Steuer schaute er besonders vertrauensvoll aus, fast naiv. Konzentration und Überblick. Sie bewunderte ihn immer noch. Bei ihren früheren Partnerschaften war der anfänglichen Begeisterung stets eine rasche Ernüchterung gefolgt. Mit Hans ging das jetzt schon fast 10 Jahre und es ging gut. Elena saß auf der Rückbank und bekam schon beim Gedanken an 24 Stunden Busfahrt einen Schweißausbruch. Sie hätte sich gegen einen Busmarathon ganz sicher gewehrt und einen Flug gewählt, wenn sie mitgereist wäre. Aber Mütterchen war ängstlich, wollte nicht fliegen. Die Beerdigung von Oma war ein Grund für eine Reise in die alte Heimat. Elenas Dienstplan stand jedoch fest und die Kolleginnen waren unflexibel. Oma war eine wichtige Figur auch in Elenas Leben gewesen, fast ihr gefühlte Mama. Bei ihr hatte sie die ersten Jahre verbracht. Wenn sie gewusst hätte, dass Omas Zeit so schlagartig endete, hätte sie versucht, sie noch einmal zu besuchen. Hinterher ist man immer klüger. Elena fühlte sich wohl, wenn sie an Oma dachte und war stolz, einige Eigenschaften von ihr an sich selbst zu entdecken. Im Umgang mit Schicksalsschlägen hatte Oma immer wieder Geduld und Stärke gezeigt. Von ihr konnte man vieles lernen. In ihren Ratschlägen spiegelten sich meist eigene Erfahrungen. Auch Enttäuschungen in der Liebe waren ihr nicht unbekannt. An Sarita waren Omas Weisheiten immer abgeprallt, wie zu stramm aufgepumpte Bälle. Warum war der Rat von nahen Verwandten so wenig überzeugend? Elena blickte zwischen Hans und Sarita auf die hell erleuchteten Straßen der Innenstadt. Lieber wäre sie im Bett geblieben. Ihre Arbeit begann an diesem Tag viel später, aber Hans wünschte sich, dass sie zur Verabschiedung ihrer Mutter mitkam. Er formulierte seine Anliegen manchmal so, dass es ihr schwer fiel, Nein zu sagen. Dabei fühlte sich Elena unabhängig. Sie war zu nichts verpflichtet und gerade in jüngster Zeit hatte sie ihre Eigenständigkeit bewusst betont. Ähnlichkeiten mit ihrer Mutter Sarita erkannte sie kaum. Sie wollte sich auch abgrenzen, eine ganz andere sein. Schon körperlich fielen Unterschiede ins Auge. Sie war einen Kopf größer als ihre Mutter, viel schlanker, sportlicher, leider aber mit weniger Rundungen an den Stellen, die Weiblichkeit signalisieren. Da beneidete Elena ihre Mutter. Auch ihren Charme hatte sie nicht geerbt. Nur Haar- und Gesichtszüge deuteten Verwandtschaft an. Egal. Für Elenas Ziele waren der oberflächliche Charme und ihre sexuelle Ausstrahlung nicht entscheidend. Als gelernte Altenpflegerin
trainierte sie mehr die menschliche Zuwendung und den praktischen Umgang mit Pflegebedürftigen. Die Abgrenzung zu Hans war offensichtlich. Ein Vergleich mit ihm als Mann kam sowieso nicht in Frage. Sie war mit ihm auch nicht verwandt. Als sie vor vielen Jahren nach Deutschland geholt wurde, wollte Sarita endlich ihren Traum von einem normalen Familienleben verwirklichen und erwartete von ihr, Hans als Stiefvater zu akzeptieren. Aber zu einem Mann Papa zu sagen, während man die eigene Mutter mit ihrem Vornamen anspricht, wäre seltsam gewesen, das sah Sarita auch ein. Hans war der Freund ihrer Mutter. So stellte sie ihn auch im Kreis ihrer Freundinnen vor. Trotz oder wegen dieser klaren Distanz kamen seine Ratschläge besser bei ihr an, als die ihrer Mutter. In der Schulzeit half er ihr, Sarita wusste noch nicht einmal die einfachsten Dinge. Damals nervte Hans oft. Er erkundigte sich, ob sie die Hausaufgaben schon gemacht hätte. In der Pubertät hatte sie Wichtigeres im Kopf als Hausaufgaben. Die Beharrlichkeit von Hans empfang sie als blanken Terror. Bisweilen witterte sie Sadismus. Später erkannte sie, dass sein Denken durch seinen Beruf in gewisse Bahnen gelenkt worden war. Von seinen Pflichten ging ein Zwang aus, dem Hans nichts entgegenzusetzen wusste. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Fairness, Loyalität stellten heilige Begriffe in seinem Beamtenleben dar. Es wäre ihm peinlich gewesen, wenn man ihm jemals einen Mangel an Sorgfalt nachgewiesen hätte. Termine versuchte er überpünktlich wahrzunehmen, sogar bei Leuten, die ihn schon mal hatten warten lassen. Vorschriften und Verordnungen legte er eng aus, sodass er mögliche Freiräume kaum wahrnehmen konnte. Sein mangelndes Durchsetzungsvermögen in Kreisen, wo Notlügen an der Tagesordnung waren, wirkte sich auf seine berufliche Karriere seltsamerweise nicht nachteilig aus. Er hatte das Glück, dass seine beruflichen Qualitäten erkannt und gewürdigt wurden. Auch Sarita gefiel seine einfache Berechenbarkeit besser als die zahlreichen Tricks seiner Vorgänger. Hans war durchaus intelligent und er ahnte das Vertrauen seiner Damen, wie er Mutter und sie manchmal nannte. Er sonnte sich regelrecht darin. Sein Terminplan ließ keine Auszeit zu. Saritas Mutter kannte er nur von Bildern. An der Pflege der Beziehung zu Saritas Familie über Telefon, Internet konnte sich Hans aus sprachlichen Gründen nicht beteiligen. Deutsch sprach in der Familie niemand, auch Englisch war ein Problem. Er fand das schade, denn manchmal hatte er den Eindruck, dass ihm von Saritas Familie Achtung, vielleicht sogar Sympathie entgegengebracht wurde. Wahrscheinlich hatte ihn Sarita als ein bedeutendes Mitglied der sogar in Rumänien bewunderten deutschen Verwaltung dargestellt. Als sie am Busbahnhof ankamen, stand der Bus schon da. Hans fand sofort einen freien Parkplatz. Man stieg aus, holte Saritas Gepäck aus dem Kofferraum und ging gemächlich zum wartenden Bus. Weitere Reisende trafen ein und lieferten ihre Koffer beim Fahrer ab. Sarita belegte ihren Platz im Bus für die nächsten vielen Stunden und kam noch einmal heraus. Sie umarmte Elena und bat darum, die Pflanzen in der Wohnung regelmäßig zu gießen. Dann wandte sie sich Hans zu, nahm ihn fest in den Arm, küsste ihn und flüsterte einige Abschiedsworte. Der Busfahrer rief etwas, Hans verstand es nicht. Vermutlich die Aufforderung zum Einsteigen. Sarita setzte sich im Bus und lächelte. Hans und Elena winkten, bis der Bus um die Ecke bog. Langsam wich die Anspannung. Hans und Elena gingen zurück zum Auto. Sie würden ein paar Tage ohne Sarita auskommen. Ungewohnt für beide, aber kein Problem. Die Hauptpersonen meines Romans sind mit dieser kleinen Szene vorgestellt. Wie geht es weiter? Ja,
Es gibt einen Plan für Saritas Reise, aber dieser Plan ist anscheinend nicht eingehalten worden, weil sie nicht wie erwartet zurückkehrt, beginnt eine schwierige Suche. Wenn eine Person verschwindet ohne erkennbaren Grund, ohne jede Nachricht, entsteht eine Lücke, die ihr Umfeld in eine tiefe Verzweiflung stürzen kann. Wenn nicht genau geklärt werden kann, was geschehen ist, entwickeln sich auch Spekulationen und man fragt sich, wie gut hat man die vermisste Person wirklich gekannt. Von daher ist diese Reise ein Einstieg in eine Handlung, die an einen Krimi erinnert. Später wird aber klar, dass es hier um die Hinterfragung von menschlichen Beziehungen geht. Ich will hier nicht die ganze Geschichte erzählen. Die einzelnen Teile davon sind wirkliche Ereignisse, die ich sogar zeitlich einordnen könnte. Nicht selbst erlebt, man muss nicht alles selber erleben. Es geht um Beziehungen. Wenn man Zeit, Gefühle, Geduld, oft auch materielle Güter investiert, erwartet man auch einiges. Und das Buch Eine wirklich gute Zeit hinterfragt diese Perspektive auf das menschliche Miteinander. Vielen Dank. Thank you.